Was geht ab, liebe Freunde der digitalen Unterhaltung? Es ist ewige Zeit her, da haben wir im Stream zusammen eine Schönbauinsel in Envesa begonnen. Und jetzt ist es endlich soweit. Heute gibt es das entsprechende Video und den Rundgang über die Insel. Jetzt geht's los. Ja, und damit ein herzliches Hallo und willkommen zu diesem kleinen Rundgang über meine Envesa Schönbauinsel, die wir, wie gesagt, schon vor ewigen Zeiten gebaut haben. Wer hat die gebaut? Genau. Der Heinz. Und ich zeige euch jetzt erstmal einen kleinen Überblick. Wir gehen hier mal ein bisschen raus von oben. Und zwar ist diese Insel in zwei Teile geteilt. Wir haben hier drüben den ersten Teil. Das hier wäre also das Hirtendorf, also unsere niedrigere Bevölkerungsschicht hier in Envesa. Und hier drüben hätten wir dann das Ältestendorf. Und was es jetzt hier alles zu entdecken gibt, wir fangen mal hier an. Ich habe also begonnen, nachdem ich den Hafen gebaut habe und habe hier solche, naja, solche kleinen Hirtenhäuser gebaut, die aber mit eigenem Garten und eigenem Grundstück versehen sind. Also sehr ländlich hier das Ganze. Man hat also hier seinen eigenen Brunnen, jedes Häuschen. Es gibt hier dementsprechend einen kleinen Wassergraben zur Verzierung, der dann hier hinten in den Marktplatz mündet. Das fand ich eine ganz coole Idee, muss ich sagen. Muss der Heinz sich mal selbst loben, diesen Marktplatz hier auf so eine kleine Insel zu bauen. Generell finde ich ja das Wasser in puncto Schönbau einfach bei Anno 1800, aber im Allgemeinen auch total viel ausmacht. Ich war ja vor kurzem im Urlaub. Da war ich oben in Mecklenburg-Vorpommern und da haben wir auch einige Städte besucht, unter anderem Schwerin. Und die hat mir einfach so super gut gefallen, die Stadt, weil da so viele Teiche und dann dementsprechend auch kleine Kanäle noch von diesem Teich aus abgehen. Also das macht einen riesen, riesen Unterschied, als wenn man einfach nur so ein Stadtzentrum hat, finde ich. Deswegen versuche ich viel mit Wasser zu arbeiten. Gott sei Dank gibt es ja jetzt das Fußgängerpaket, auch da gibt es ja wieder noch neue Kanäle. Dazu aber dann demnächst mal mehr. So, also von unseren kleinen Einfamilienhäusern hier rüber in so dieses Hirtenstadtzentrum. Hier gibt es dann erneut nochmal so einen Marktplatz, ja, und rundherum dann etwas enger gebaut, aber verschieden ausgerichtet die Gebäude. Das war mir wichtig, auch mal so mit der Ausrichtung der unterschiedlichen Gebäude und den unterschiedlichen Gebäudetypen zu arbeiten. Ihr seht, das sind alles Hirtenhäuser, die sehen aber teilweise ganz anders aus. Ihr könnt ja im Spiel die verschiedenen Skins durchschalten der Häuser. Ja, was gibt es noch zu sehen im Hirtendorf? Hier oben dann natürlich dementsprechend dann die Veranstaltungsecke. Hier dann noch ein Lagerhaus, was ich eben dann synchron bzw. symmetrisch hier auch zum Marktplatz gebaut habe. Und hier oben ist dann sogar ein bisschen Produktion integriert, fand ich auch ganz nett. Hier so eine Ziegenfarm, denn es ist ja nicht alles immer nur reines Wohngebiet, da gibt es ja auch Mischgebiete. Hier so eine Art Marktplatz, ja, kleiner Markt. Das waren so die Ideen, die ich eben hier hatte. Hier drüben haben wir die Feuerwehr dann nochmal so ein paar Einfamilienhäuser. Und hier dann der Hafen mit so einer kleinen Speicherstadt, ja, wo man eben dementsprechend direkt Sachen einlagern kann, die aus der alten oder neuen Welt angeliefert werden. Gehen wir mal direkt rüber, bevor wir dann jetzt gleich den Stadtrundgang machen und schauen uns hier mal die ältesten Ecke an. Ich fand am Anfang, sage ich euch ganz ehrlich, diesen Berg hier in der Mitte mega ätzend. Den wollte ich eigentlich überhaupt nicht haben und hätte ihn am liebsten weggesprengt, so Anno 1701-Style. Da erinnern sich vielleicht einige noch dran, da konnte man mit dem Sprengmeister nämlich solche Dinge einfach entfernen. Geht in Anno 1800 nicht, also musste ich damit irgendwie leben. Und mittlerweile, muss ich sagen, bin ich ganz froh, dass er da ist, weil gerade so aus dieser Perspektive hier, oder auch von der anderen Seite, finde ich, sieht der mit den Häusern drumherum richtig, richtig cool aus, oder? Also das hat irgendwie schon ein bisschen was. Auch hier wieder verschiedene Haustypen. Ihr seht, die gibt es auch in unterschiedlichen Farben, die Häuser. Es gibt die hier auch wieder eher als Einfamilienhäuser oder Mehrfamilienhäuser mit ein bisschen Grundstück und nebenbei. Auch hier wieder viel mit Wasser gemacht, wie ihr seht, kleine Marktecke. Hier natürlich der ganz wichtige Schriftzug, ne, um zu zeigen, wer hier die Hosen anhat auf der Insel. Und dann hier drüben, wie gesagt, Marktplatz auch nochmal mit weiteren Ältestenhäusern. Wenn wir jetzt hier hochgehen, finden wir hier das Kloster, das ich auch nochmal versucht habe, so ein bisschen in Szene zu setzen hier mit meinem Wassergraben drumherum und dann dementsprechend einer, ja, Baumierung. Gibt es das Wort? Nein, wahrscheinlich nicht. Jetzt gebe ich das Wort. Dann hier der Hafen, ja, für die Ältesten mit Infrastruktur auch für die große Schifferei. Ich habe extra hier mal so zwei Schiffe reingestellt. Finde ich, sieht auch ganz nett aus. Und dann hier kreisförmig sozusagen angeordnet weitere Ältestenhäuser, die alle Zugriff auf das zentrale Markthaus hier in der Mitte haben, beziehungsweise Lagerhaus und sich dort mit Waren versorgen können. Hier ist dann das Markthaus. Ja, so war die Idee, so sieht das Ganze jetzt aus. Viel mit Abtrennungen gearbeitet. Das war so mein erster Versuch im Schönbau und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal direkt rein und gucken uns das Ganze aus dem First-Person-Modus an und ich würde vorschlagen, dass wir irgendwo hier anfangen bei den Hirten. Zack, da geht's mal rein. So, jetzt sind wir hier direkt in so einem Garten drin.
Auf geht's. Natürlich ist der Weihnachtsmann auch wieder mit am Start. Den müssten sie aber im Sommer auch mal rauspatchen. Und vor allen Dingen in Weser, finde ich. So, wir sprinten mal ein bisschen, damit es ein bisschen schneller geht. Also, hier sieht man jetzt schon mal so diese Alleestraßen. Aber die eigentliche Alleestraße, die ich euch zeigen wollte, die ist hier hinten. Wir gehen mal direkt hier rüber. Achtung. So, hier gibt es dann diese kleine... Ja, Allee ist es ja nicht wirklich. Bei einer Allee sind, glaube ich, auf beiden Seiten Bäume. Hier aber dieser kleine Kanal, der, ja, mit dem Wasser nach oben fließt. Ist ja auch egal. Wir gehen mal hier entlang und gehen mal auf dieses Markthaus mit dem Wasser zu. Hier kommt gerade der Bäckerwagen durch und verkauft seine frischesten Erzeugnisse. So, so sieht das Ganze dann aus, wenn wir uns mal hier hinstellen und uns dann eben dieses mit Wasser verzierte Markthaus ansehen. Das finde ich schon ziemlich sexy, muss ich sagen. Wasser war einfach, ich wiederhole mich, ich weiß, daran liegt, dass ich für Wasser total übrig habe. Wichtig war mir übrigens auch, dass es eben einen Durchgang gibt vom Hirtendorf zu dem ältesten Dorf und der befindet sich hier. Wenn man hier die Straße entlang geht, kommt man definitiv hinten beim ältesten Dorf an. Wieder so eine mit Baumen gezierte Straße hier. Gehen wir mal weiter. So, jetzt hier links abbiegen. Man sieht auch hier, ne, wir sind noch im Hirtendorf. Hier gibt es noch nur diese einfachen Trampelpfade. Hier gibt es jetzt einen großen Wald. War mir auch wichtig, dass ein bisschen unbelassene Natur hier noch bleibt. Belassene Natur, nicht unbelassene, ne? War auch schon der Quatsch. So, dann hier über die Brücke rüber, hier so ein Wasserwerk, ja, auch ganz schick. Ich finde, diese Industriedinger sehen halt nämlich teilweise auch richtig, richtig schick aus. Deswegen war mir das wichtig, die hier auch dementsprechend mit zu benutzen. So, weiter geht's. Und jetzt sind wir nämlich gleich hier schon bei den Ältesten, kann man hier sehen, ja. So sieht das Ganze dann jetzt aus, über den Kanal hinweg. Da vorne ist die Brücke, gehen wir mal rüber. Wir machen mal einen Rundgang. Wir gehen wirklich mal hier rein. Gehen mal hier rum, ja. Also dafür, dass ich sonst früher immer alles nebeneinander geklatscht habe, finde ich, das macht schon was aus, wenn man echt mal ein bisschen Luft auch zwischen den einzelnen Häusern lässt. Hier, Entschuldigung, mit deinem Tierchen da, darf ich mal durch. So, hier kann man dann noch runtergehen, da gibt es dann nochmal mehr Rundgang um die Häuser. Hier auch diese einzelnen Baumfelder, ist auch ein ganz schönes Stilmittel durch Weg getrennt, habe ich mir so überlegt. Also man kann da natürlich viel, viel mehr noch machen. Ich bin ja immer wieder beeindruckt, wenn ihr mir eure Einsendungen schickt, was euch da alles einfällt. Aber ich finde dafür, dass ich eigentlich so viel schön überhaupt nichts übrig hatte in Anno 1800 bis noch vor ein paar Monaten, ist das Ganze hier schon mal ein guter Einstand. Natürlich gucken wir uns auch das Kloster mal aus der Seitenperspektive an. Ja, auch mit dem Wasserübergang. Komm, wir gehen auch mal rüber hier. Hier gibt es noch so einen kleinen Marktstand vorher. Ja, da wird auch schon eifrig gehandelt hier. Die versuchen da was auszupeitschen, sollen sie mal machen. So, dann geht's hier weiter. Ganz schön viel Verkehr hier gerade. Ich schlänge mich mal rechts vorbei. Ich hoffe, das ist okay. Hier habe ich dann auch mal tatsächlich so eine Handwerkskammer mit eingebaut. Ja, die fand ich auch ganz schick, muss ich sagen. Da hinten dann die Polizei. Natürlich auch alles da. Hier soll ja auch für Recht und Ordnung gesorgt werden. So, dann hier sieht man jetzt das Schiff. Und das meinte ich eben, ne? Also stellt ruhig auch mal Schiffe in den Hafen rein, auch wenn die keine Funktion haben. Das sieht nämlich dann direkt viel mehr nach Hafen aus, als wenn jetzt einfach hier nur die Hafengebäude wären. Kann ich hier eigentlich auch so rauslaufen? Oh, ich kann sogar durch den Hafen laufen. Ja. So, hier die Hafenmeisterei. Dann hier ganz viel Industrie. Unfassbar viele Waren. Und hier natürlich auch ein Abwehrgeschütz. Das ist rund um die Uhr besetzt. Das ist ganz wichtig. Ja, also da wird nicht, wenn im Falle eines Angriffes dann Not am Mann ist, mal jemand hingeschickt. Sondern da sind immer welche drauf. Also das ist richtig sicher hier. Der Verladekran. So, also hier liegen unfassbar viele Waren rum, die verschifft werden können, beziehungsweise hier abgeholt werden können, um dann in der Stadt verkauft zu werden. Und hier liegen dann eben auch im Moment zwei Schiffe vor Anker, ein großes und ein kleines, jeweils Handelsschiffe. Alles klar, wir gehen zurück, beeilen uns ein bisschen und versuchen möglichst schnell wieder hinten, Entschuldigung, Kopf einziehen, ups, ja, so, hinten wieder in der Stadt einzukommen. Hier wächst irgendwas über die Straße. Wer hat denn hier nicht aufgeräumt? Frech, da muss ich mich mal beschweren. So, hier gibt es wieder was zu gucken. Ein bisschen Unterhaltung, auch für die Kleinsten. Wunderbar. Und jetzt kommen wir hier in unsere kreisförmig angelegte Siedlung. Ja, wo man also wirklich wie so einen Kreisverkehr-Rundgang um das Lagerhaus machen kann. Schön mit Blumen hier. Die finde ich sehr cool, diese Blumenbeete in NBSA. Bringt auch ein bisschen mehr Farbe ins Spiel und vor allen Dingen zerstört so ein bisschen diesen tristen Wüstencharakter. Ja, und schlussendlich kommen wir dann hier raus. Hier sind nochmal ein paar einzelne Häuser mit ein bisschen mehr Platz drumherum. Nochmal ein Marktplatz, wo man ein bisschen was einkaufen kann. Also, so habe ich das Ganze hier zusammengebaut. Ich muss euch sagen, aber das hat ja auch schon der liebe Piro erzählt, das dauert einfach so viel länger, als wenn man nur versucht, seine Gebäude halbwegs effizient aufzubauen. Ja, und hier ist dann gleich schon Schluss. Also ich habe echt lange, ich glaube, das waren 2, 3 Streams, die wir ja hier zusammen an diesem Projekt sozusagen gesessen haben. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze hier findet, ob ihr das findet, dass das für den ersten Anlauf schon mal ganz gut gelungen ist, hier so eine Schönbauinsel in den Weser. Und natürlich könnt ihr mir auch gerne
Links unten in die Kommentare schicken zu Fotos und Bildern von euren schönen Bausiedlungen in NBESA. Das würde mich natürlich super interessieren. Natürlich noch viel einfacher, ihr braucht die gar nicht unten mit Links schicken. Schickt mir die doch einfach auf den Discord. Der Link ist auch immer unter den Videos. Meldet euch gerne bei meinem Discord an und schickt mir da euer Video bzw. Bildmaterial zu Schönbau in NBESA. Das würde mich sehr interessieren. Ansonsten danke ich euch jetzt hier erstmal für den Moment, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Macht's gut. Ciao, euer Heinz.